Ich bin ein großer Fan von Animationsfilmen. Drei große Animationsstudios ringen seit Jahren um Eintrittsgelder und Auszeichnungen, wenn sie nicht gerade zusammenarbeiten, was ja gerade bei Disney und Pixar der Fall ist. So ist DreamWorks bald mit Madagaskar 3 am Start, Pixar bringt den ungewöhnlich ernst wirkenden Brave heraus und Disney entzückt uns Gamer mit dem Trailer von Wreck-It Ralph. Aber auch andere Animationsstudios wie Universal Studios haben mit Ich einfach unverbesserlich einen Hit gelandet und wagen mit Der Lorax den Schritt in die Fußstapfen. Und dann sind da natürlich noch die Blue Sky Studios. Neben dem total verpufften, aber überraschend guten Film Robots und dem seltsamen Streifen Horton hört ein Hu ist Ice Age zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten geworden. Robots solltet ihr euch übrigens echt mal angucken, auch wenn der Film durch sein Low Budget ein bisschen fehl am Platz wirkt, aber er hat auch eine der besten deutschen Synchronisationen, die je ein Animationsfilm aufbieten konnte. Der erste Ice Age brachte uns die drei Hauptcharaktere Sid, Manny und Diego näher. Der zweite führte neue Figuren ein und der dritte baute um das Kollektiv dieser Freunde ein Abenteuer. Alle drei Filme vergaßen aber nicht, dass man immer für frischen Wind sorgen muss, immer neue Charaktere einbringen sollte und dass der Zuschauer lachen möchte. Ein wenig Emotion ist willkommen, solange es nicht zu viel wird. Der zweite Film war in meinen Augen der lustigste und auch der emotionalste, da er sehr schöne Szenen aus der Vergangenheit der Charaktere zeigte und teilweise auch Gänsehaut zeigen konnte. Der dritte jedoch war auch immer noch sehr lustig, hatte aber viele Durststrecken und leider neben den Dino-Babys einen neuen, sehr eigenartigen und leider nie witzigen Mitstreiter. Und eben, weil der dritte Film seine Schwächen hatte, war man jetzt natürlich skeptisch. Ich hatte Angst, dass die Lacher erzwungen wirken, dass bescheuerte, neue, abgedrehte Charaktere uns begleiten werden und dass sich eine dämliche Story ausgedacht wird, damit eine Art von Abenteuer vorgegaukelt wird. Neben all diesen Figuren wurde aber natürlich Scrat zu der Kultfigur der Reihe. Er bekam seine eigene Storyline, in der er nun ein Ziel hat, seine geliebte Nuss für sich gewinnen. In jedem Film gab es sehr viele witzige Szenen mit dem süßen Säbelzahn-Eichhörnchen und so war es eine Pflicht, auch im vierten Ableger ihm seine Screentime zu gönnen. Aber würde man hier wieder frische Ideen finden können, damit neue Lacher erzeugt werden und nicht der Anschein erweckt wird, dass nur alte Gags recycelt werden? Hat Ice Age 4 meine Erwartung erfüllt und somit enttäuscht? Hat er die Reihe endgültig beendet und in eine kreative Grube gestürzt? Oder hat er allen Zweiflern getrotzt und ist ein würdiger Nachfolger der so beliebten Filmreihe? Ice Age 4, voll verschoben, kam am 2. Juli 2012 heraus. Hat keine Altersbeschränkung, geht 1 Stunde 34 Minuten und wurde von Blue Sky animiert und dann von Fox vertrieben. Er ist in 3D und in Nicht-3D verfügbar und ich habe ihn in Nicht-3D gesehen. In Ice Age 4 geht es um eine Flucht. Der Film beginnt mit Scrat, der durch einen Zufall zum Kern der Welt vordringt und aus Versehen einen Kontinentaldrift auslöst und somit das Ursprungsland verformt und somit die Kontinente erschafft. Auf der Oberwelt äußert sich dies in einer wilden Talfahrt aus Erdplatten, Wellen und Eisbergen. So wird Manny zusammen mit Diego, Sid und Sids Oma von Ellie und deren gemeinsamer Tochter Peaches getrennt. Somit ergeben sich drei Szenarien. Scrat auf seinem Weg zur Nuss, Manny, Diego und Sid, die Sids Oma kennenlernen und versuchen, zu den anderen zurückzukehren. Sie wurden auf einem riesigen Eisberg auf den Ozean hinausgespült und treffen auf ihrer Reise auf eine Piratenbande, die sie zwingen möchte, der Crew beizutreten. Ellie und Peaches versuchen zu überleben, da eine riesige Felswand auf sie zuschiebt. Ihr Ziel ist eine Brücke, auf der sie Manny abholen möchte. So gehen sie mit dem Rest der Herde zu eben dieser Brücke. Unterwegs ergeben sich Szenarien durch Peaches, die ein cooles Mammut toll findet und alles tut, um in die ach so tolle Clique aufgenommen zu werden. Auch wenn das heißt, ihren besten Freund Louis zu verleugnen. Werden es Manny und die anderen schaffen, von der Bande zu fliehen und zu den anderen zurückzukehren? Werden Ellie und Peaches überleben und kann Peaches ihren Traumboy für sich gewinnen? Kann Scrat glücklich werden? Ich werde natürlich nicht spoilern, es soll lediglich dargestellt werden, wie sich die Ausgangslage gestaltet und wie der Film ablaufen wird und sich die Story darstellt. Gehen wir zunächst auf die neuen Charaktere ein, die im vierten Teil eine Rolle spielen werden. In der Piratenbande gibt es zunächst den Gegenspieler und Boss der Bande, Captain Utan. Er ist verdorben und böse und sinnt bis zum Ende des Films auf Rache und scheut dabei auch nicht vor Geiselnahmen und der Opferung eigener Crewmitglieder zurück. Er ist ein wirklich böser und endlich einmal personifizierter Bösewicht.
Während uns ja in den letzten beiden Filmen nur unpersönliche Monster und Naturereignisse genügen mussten. Endlich mal wieder ein Schurke, der spricht und das schön synchronisiert, möchte man anmerken, und auch Beweggründe hat. Er ist eine Bereicherung und auch seine Crew hat amüsante Szenen zu bieten. She-Ra, nein, nicht die She-Ra, die Säbelzahntigerin der Crew, ist eindeutig ein weibliches Pendant zu Diego. Sie gibt dem Film eine persönliche Note in Bezug auf Diego. Jedoch möchte ich hier auch wenig verraten und das soll jetzt nicht zwingend ein Spoiler an sich schon gewesen sein. Lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall ist sie ein toller, vielschichtiger Charakter. Die Oma von Sid hat viele gute Lacher. Am Anfang wird die Familie vorgestellt und man ist ein bisschen skeptisch, dass alles zu abgedreht wirkt und dass sie überzogen werden könnte, die Oma. Ja, so wie zum Beispiel die Oma aus Madagaskar, da haben sie es eindeutig übertrieben. Aber hier schafft man die Wende. Zum richtigen Zeitpunkt bekommt die Oma eine ernste Wendung und bleibt am Ende ein wirklich liebenswerter Teil der Gruppe, der im fünften Teil kultig werden könnte. Außerdem hat sie den besten Lacher im ganzen Film. Luis ist der beste Freund von Peaches, ein Maulwurf. Er ist der typische nette Kerl, der wohl ein wenig verknallt in die hübsche Peaches ist, aber naja, er ist ein Maulwurf und sie ein Mammut. Er spielt in dem Film eine wichtige Rolle und ist ein großer Moralträger, der uns Zuschauer zum Denken bringen und uns gute Werte vermitteln soll. Ein wirklich knuddelig animierter, sehr liebenswerter und gut in Szene gesetzter Charakter. Schlussendlich bleibt Peaches, die Tochter von Manny und Ellie. Sie ist ein typischer Teenager, der mit der strengen Kontrolle ihres Vaters nicht zurechtkommt, der sich in den süßen Boy verknallt. Sehr gut gelungen an dieser Stelle ist die Animation der Teenager-Mammuts. Sie wirken wie eine typische Clique aus verwöhnten Gören, coolen Typen, hohlen Bratzen, wirken dabei aber immer noch wie Mammuts. Gut gelungenes Feature. Peaches sorgt für viel Emotionen im Film, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung und ist ebenfalls eine wichtige und gute Neuerung. Ich darf also zusammenfassen, dass alle neuen Charaktere super funktionieren, nicht überzogen wirken und allesamt interessant sind. Keine Fehlgriffe, nur Gewinne. Aber jetzt bleibt die Frage, bei so vielen neuen Charakteren, bleibt da auch genug Zeit für die alten, die man doch so liebt? Haben Manny, Sid, Diego, Ellie und die beiden kleinen Flitzer denn keine Screentime mehr? Ich darf beruhigen, auch die Veteranen sind gewohnt gut in Szene gesetzt. Manny ist der strenge Vater, der nach der Trennung alles daran setzt, zu seiner Familie zurückzukehren, tut aber auch alles für seine Freunde. Die Trennung ist übrigens nur lokal gemeint. Nichts Neues hier, aber das Alte funktioniert genauso gut. Diego bekommt eine neue Seite durch, naja, es deutet sich wirklich alles sehr schnell an. Ich verrate hier aber wirklich nichts Geheimes. Crash und Eddie sind sehr wenig zu sehen, zünden dafür in ihren Szenen super Lacher. Ellie ist ebenfalls sehr wenig zu sehen, die Szenen auf der Insel konzentrieren sich eher auf Peaches. Das ist aber nicht schlimm, die Geschichte gab keine großartigen Ellie-Auftritte her und am Ende ist sie dafür gut in Szene gesetzt. Ja, dann bleibt da natürlich Sid, das liebe Faultier, der eigentliche Held der Reihe. Er hat emotionale Momente, die teilweise zu Herzen rühren, aber auch so viele Lacher wie seit Teil 1 nicht mehr. Großartig. Ich muss immer noch lachen, wenn ich an seine Szenen denke. Eine perfekte Mischung aus Tiefe und Witz. Also auch die alten Charaktere büßen nichts an Würze ein. Und jetzt mag man sich fragen, ist der Film denn so perfekt oder übertreibe ich gerade? Sehen wir weiter. Optisch ist der Film eine Bombe. Obwohl ich ihn in nicht 3D geschaut habe, war ich stellenweise von der schönen Animation und den total beeindruckenden Szenen echt überwältigt. So sehr, dass ich mich dazu entschlossen habe, den Film erneut in 3D zu sehen. Das ist mir das Geld wert. Wunderschöne Wasseranimationen, gewaltige Stürme und riesige Eisberge, die aus dem Wasser schießen. Wahnsinn. Musikalisch, John Powell. Mehr muss nicht gesagt werden. Super Einsatz von neuen, aber auch altbekannten Stücken, die im richtigen Moment für Gänsehaut sorgen. Immer noch keine Mängel? Weiter geht's. Wir haben ja noch die Story. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass die Story nichts Neues erfinden möchte. Das Rad ist hier nicht neu erfunden. Es beschränkt sich wirklich auf die Ideen, die aufgebaut wurden, um halt ein Abenteuer, um die ganze Gruppe zu basteln. Hierbei wirkt nichts überzogen und nichts erzwungen. Es ist alles auf seine eigene bekloppte Art irgendwie plausibel. Und es wird keine irgendwelche melodramatische Superstory hier geschaffen. Es wird sich auf den Kern konzentriert, um der Charakterentwicklung den nötigen Spielraum zu geben. Und das wurde an dieser Stelle auch wirklich perfekt umgesetzt. Das Rad nicht neu erfunden, dafür läuft es rund. So, wir haben die Story behandelt, die Charaktere als für super befasst, der Musik und der Optik Spitzennoten erteilt, aber jetzt bleibt ja der Humor. Das Wichtigste an Ice Age ist der Witz.
Und an dieser Stelle könnte der Film tatsächlich noch scheitern. Was nützen die ganzen tollen Charaktere und die Emotionen und die Story und die Optik und die Musik, wenn der Film nicht witzig ist? Ja, der erste und der zweite Ice Age haben ja meine Bauchmuskeln so sehr beansprucht wie kaum ein Film sonst. Der dritte war stellenweise immer noch sehr witzig, hatte aber weniger Lacher und viele Längen. Der vierte jedoch hat mir die Tränen regelmäßig in die Augen getrieben. Ich kam stellenweise aus dem Lachen nicht mehr raus und hatte mehrere Momente, in denen ich lange nach dem Gag noch lachen musste. Ich habe sogar einige Szenen nicht verstanden und deshalb ist es gut, dass ich den Film nochmal gucken werde. Ich habe sie deshalb nicht verstanden, weil ich von dem Gag davor immer noch am Lachen war und den danach gar nicht mehr mitbekommen habe. Ich habe mich seit langem, sehr langem nicht mehr so gut unterhalten gefühlt im Kino. Das letzte Mal musste ich im Kino so lange lachen, als wir Rush Hour 2 geguckt haben und vielleicht Kung Fu Panda. Und Rush Hour 2 ist schon einige Jahre her. Ich darf also zusammenfassen, Ice Age 4 ist ein perfekter Nachfolger der drei Vorgänger. Mehr noch, ich finde ihn wieder weit besser als den dritten Teil. Vielleicht ist es sogar mit dem zweiten der beste Teil der Reihe. Er hat keine Längen, keine langweiligen Momente, keine dämlichen neuen Charaktere, die nerven, keine blödsinnige Story, die total abgedreht wirkt und keine erzwungenen Lacher. Unnötig zu erwähnen, dass auch die Szenen mit Scrat zum Brüllen sind. Allein schon der Anfang stimmt einen schon wirklich in das Gelächter ein. Ice Age 4 erhält von mir 96%. Ist eine dicke Empfehlung wert, gerne auch in 3D, da er bestimmt atemberaubend aussieht, davon werde ich mich bald überzeugen, und ist einer der besten Filme, die ich seit Jahren vielleicht je im Kino gesehen habe. Und ich darf sagen, ich freue mich auf einen fünften Teil. Sehr sogar. Ich habe an dieser Stelle wirklich nicht übertrieben, ich finde den Film wirklich so gut, wie ich ihn gerade betitelt habe. Ja, ich hoffe, wie immer, meine Kritik hat euch irgendwie gefallen, vielleicht heiß gemacht auf den Film. Wenn ihr den Film schon gesehen habt oder nach der Kritik geguckt habt, würde es mich wirklich sehr interessieren, was ihr von dem Film haltet. Ob ihr die Reihe generell gut findet und speziell, wie findet ihr den vierten im Vergleich zum dritten? Ja, wir sehen uns dann irgendwann bei der nächsten Kritik, wenn ich einen Film sehe, den ich auch einer Kritik für wert empfinde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.